Moin und nochmal ein frohes neues Jahr. Ja, wie versprochen, wenn ich im Winter nochmal eine Tour mache, dann werde ich sie mal dazwischen quetschen, zwischen meinen Sommervideos. Ja, deswegen, heute ist endlich mal ein schöner Tag. Ja, ist der erste schöne Tag des Jahres. Vorher hat es fast keine Sonne gegeben oder es war grau oder neblig, also es war auch nicht schön zu filmen. Aber heute ist der Tag. Die Sonne scheint, es war sehr, sehr kalt. Ja, kein Schnee zu sehen. Es hat zwar geschneit, ist aber nicht liegen geblieben. Ja, schade eigentlich. Naja, kann man nichts machen, aber so ein schöner, klarer Wintertag ist ja auch was Tolles. Oh, und heute habe ich da mir was Kleines vorgenommen. Bin von zu Hause losgefahren, hier durch so ein kleines Waldstück. Da werde ich erstmal Richtung Flensburg fahren, an die Flensburger Förde. Und dann geht es so ein bisschen an Ostseeküstenradweg entlang. Da werde ich so ein paar Abstecher machen, die man vielleicht auch mal machen könnte, wenn man ihn entlang fährt. Ich werde sehen, da gibt es so ein paar Wege, Pfade, ob die vielleicht eine Möglichkeit wären, weil der Ostseeküstenradweg führt hier viel an Hauptstraßen entlang. Boah. Und dann werde ich noch einen Schlenker drehen, oben an die Heulespitze, so eine kleine Halbinsel, die in die Flensburger Förde reinragt. Die gehört auch nicht zum Ostseeküstenradweg, aber könnte auch eine Alternative sein, wenn man sich das mal angucken will. Ich möchte das mal heute zeigen. Und ja, mal sehen, wie die Zeit so verrennt, ob ich vielleicht noch ganz bis langweilig auffahre. Ja, so 50, 60 Kilometer will ich heute fahren. Bei diesem schönen Wetter, ja, ich glaube, es könnte, wenn es so klar bleibt, ja, schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Jetzt bin ich hier an einem markanten Punkt, das ist der NDR-Sendemast westlich von Flensburg. Ja, den sieht man auch immer schon von Weitem. Und durch diesen Mast kann man ungefähr 100 Kilometer hoch in den Norden nach Dänemark noch den NDR hören im Radio. Ja, ich bin jetzt 6 Kilometer gefahren. Ich werde gleich jetzt noch weiterfahren durch Wald, ein kleines Stück durch bebautes Gebiet und dann bin ich auch schon unten an der Förde. Ja, ungefähr noch 4 Kilometer sind das.
So, jetzt bin ich unten an der Förde angekommen, am Yachthafen Fahrensorte in Flensburg. Ja, ist sogar leicht gefroren hier im Hafen. Es trägt na, so eben und all die Möwen. Aber das ist echt sehr, sehr dünn, das Eis. Ja, sehr schön, jetzt kann man auch wieder das zurzeit unerreichbare Dänemark sehen. Ja, sehr schön, letztes Mal konnte man bei Nebel noch nicht mal da die Hafenausfahrt sehen. So neblig war das hier. Ja, und die anderen Tage war es meistens grau, pustig. Ja, aber heute echt schön. So ein schönes Winterwetter. Ja, ich bin jetzt hier auch am Ostseeküstenradweg angekommen. Den werde ich jetzt hier erstmal folgen. Ja, wie man sieht, da hinten ist der Wald und alles. Da führt er nicht längs. Jetzt nur das erste Stück an der Küste bis nach Glücksburg-Meierweg und dann geht er an der Hauptstraße. Ich werde dann beim 2-Sterne-Michelin Alten Meierhof Restaurant und 5-Sterne-Hotel abbiegen. Auch so einen kleinen Weg. Der führt da unten immer an der Küste längs. Eigentlich sehr schön, aber ich weiß nicht. Ich glaube, da sind ein paar Stufen. Mal sehen, ob es eine Alternative ist, bis ich dann hinten in Glücksburg ankomme. Ja, sind ein paar Kilometer, aber die werde ich jetzt genießen hier bei diesem tollen Wetter. Oh, sehr schön. Das ist der alte Meierhof und jetzt geht es hier rein in so einer kleinen Straße. Denn Ostseeküstenradweg folgt weiter der Hauptstraße. Bin ich am nächsten Yachthafen, in Glücksburg bin ich jetzt. Ja, war eigentlich eine schöne Strecke da, aber leider zwei Stellen, eine Treppe, ja, da konnte man runterschieben. Die zweite Stelle, ja, die war schon etwas steiler hoch, um da mit Gepäck hochzuschieben, wird schon schwierig, aber es war sehr, sehr schön da entlang. Ja, das Wetter hält anscheinend, das sieht ziemlich gut aus. Ja, jetzt ist aber auf jeden Fall eine Ersatzstrecke, eine Alternative, weil hier ist gleich hier der Parkplatz Quellental, da sollte man reinfahren und dann über die kleine Brücke immer an der Küste entlang. Die werde ich jetzt gleich fahren an der Promenade. Da herrscht zurzeit Maskenpflicht, ja, wie man sich vorstellen kann zurzeit. Ja, aber wenn man an der Hauptstraße den Hauptweg folgt,
geht's zwei, dreimal hoch und runter. Das kann man sich hier sparen, wenn man sich hier so schön an der Küste entlang fährt. Aber im Sommer natürlich kann es auch hier sehr voll werden. Ja, ich werde jetzt hier erstmal noch einen kleinen Snack zu mir nehmen. Und dann, ja, es ist nämlich Mittag, und dann fahre ich weiter Richtung, ja, es geht dann Richtung Schausende Holnisspitze. Da geht es dann hin. Erstmal diesen Weg hier an der Promenade entlang. Jetzt bin ich hinter Glücksburg. Jetzt komme ich gleich auch wieder auf den Ostseeküstenradweg drauf zu. Aber dieses Stück hier immer am Meer kann ich echt nur empfehlen. Statt durch Glücksburg durch, hoch und runter. Das bringt es eigentlich nicht. Das ist hier echt ein schönes, sehr, sehr schönes Stück. Ja, gleich ist da vorne Schausende. Da biegt der Ostseeküstenweg rechts ab. Aber ich werde nach links Richtung Schausende reinfahren. Und dann da hinten sieht man schon so eine Steilküste, da geht es dann hin, und dahinter ist dann auch die Holnisspitze, oder das nördlichste Stück dieser Halbinsel, die hier so ist. Ja, es ist auch ein sehr schönes Stück, die man vielleicht mal mitnehmen kann, wenn man den Ostseeküstenradweg fährt. Jetzt bin ich hier an der Stelle. Rechts geht der Ostseeküstenradweg weiter, nach links geht es nach Schausende. Ja, das ist eine Alternativroute, aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie ihr sehen werdet, wird es da echt eine, das ist echt eine schöne, tolle Ecke dort. Ja, doch ein schönes Stück hier. Ja, das ist auch alles Naturschutzgebiet. Ich werde aber gleich nicht da hochfahren, wo die ganzen Leute da oben bei der Steilküste sind, sondern werde da rechts abbiegen ins Landesinnere, und dann da hinten ist irgendwo die Holnisspitze. Aber da wird bestimmt auch genug los sein. Ja, bei dem Wetter seit Wochen richtig schön Sonnenschein. Da kommen die Leute raus.
die holende Spitze erreicht. Ja, rundherum ist jetzt hier Dänemark. Von da hinten alles, was man an Land sieht. Alles Dänemark, was man leider zurzeit ja nicht erreichen kann. Auf jeden Fall nicht so einfach. War ein tolles Plätzchen, aber hier ist auch echt die Hölle los. Ist zu verstehen bei dem tollen Wetter seit lang. Ja, jetzt werde ich den Weg wieder folgen Richtung, ich glaube Süden. Süden ist das, Richtung Holnisch Strand. Erstmal. Aber echt klasse. Und so eine ruhige See ist hier auch selten. Ist auch etwas Niedrigwasser, weil letzten Tage hat es doch stärker gepustet. Jetzt schwappt das Wasser nämlich wieder zurück. Deswegen ist jetzt hier Niedrigwasser. Wie ihr seht, ein schöner Strand im Winter, aber natürlich besonders im Sommer. Hier geht das richtig doll weit raus, ganz flach, ein richtig schöner Badestrand hier. Hier ist auch, glaube ich, der erste Campingplatz auf dem Ostseeküstenradweg, auf den ich gleich wieder treffen werde. Aber ich würde sagen, die Strecke, die ich gefahren habe, ist echt eine Alternative, etwas hobbelig natürlich, aber gut zu fahren, auch mit Gepäck. Also es wäre ein Abstecher wert hier hoch. Ja, ich werde jetzt erstmal wieder ein Stück den Ostseeküsten fahren, aber Ostseeküstenradweg fahren, aber nur ein ganz kleines Stück, dann biege ich schon wieder ab. Ja, da oben gibt es nämlich auch so einen kleinen Pfad. Ja, hier so ein echt Pfad, muss man sagen. Ja, Richtung nach Bockholm-Wick. Ja, aber der ist garantiert nicht befahrbar mit Gepäck. Also eigentlich keine Alternative. Aber den werde ich jetzt mal fahren und dann da hinten sieht man den nächsten Campingplatz Bockholm-Wick, da fahre ich jetzt hin. Jetzt bin ich hier in Bockholm-Wick, wie man sieht, der Parkplatz ist voll, ja, die Leute sind draußen, kann man kein Übel nehmen. Ja, ich bin jetzt hier
unten noch am Strand. Ja, der Ostseeküstenradweg geht im Landesinneren weiter hoch und runter, hoch und runter. Ich werde jetzt hier unten hier längs fahren nach da hinten. Dann kommt so ein 500 Meter Stück. Das muss man über den Strand schieben und dann kann man wieder im Wald hoch und dann ist man auch bald in Langbeiligau. Das ist mein nächstes Ziel. Ja, das Wetter, so 1 Grad plus so ungefähr. So taut leicht an. Leider tut der Matsch das auch. Dadurch wird es zeitweise ziemlich schmierig, aber egal, das Wetter ist toll. So macht das Spaß. Ja, also weiter geht's. Strecke habe ich nur hinter mir. Ja, anstrengend. Ja, mit Gepäck auf jeden Fall nicht zu machen. Sehr steinig, aber sehr schön. Ja, und das Zeichen Fördelsteig sieht man auch andauernd. Das ist auch ein sehr schöner Weg, ein Wanderweg. Den bin ich eigentlich heute so ziemlich gefolgt. Ja, jetzt geht's bergauf, glaube ich, jetzt im Wald. Oder da. Muss noch mal gucken. Und dann komme ich gleich nach Langbeiligau. Was da hinten schon zu sehen ist. So, ich bin jetzt in Langbeiligau angekommen und in Einheimischen auch LA genannt. Ja, war gerade keine tolle Strecke, also fürs Rad nicht so gut geeignet. Es ging teilweise Trepp auf, Trepp ab, umgestürzte Bäume, also eigentlich nicht so schön, aber ist eigentlich eine schöne Strecke direkt am Meer, aber mit dem Rad eigentlich nicht zu machen. Ich musste viel schieben. Ja, hier ein sehr schöner Strand. Ja, wenn das Seegras nicht rumliegen würde, aber es ist im Sommer verschwunden oder wird weggeräumt, dann ist es hier richtig schön. Ja, und hier geht eigentlich auch eine Fähre rüber nach Dänemark, kann man das Rad mitnehmen, ja, aber zurzeit eingestellt im Winter. Ja, ein richtig schönes Plätzchen hier. Sommer wie Winter. Ja, und jetzt beende ich hier meine Fahrt an der Ostsee und jetzt werde ich wieder zurückfahren. Ja, so 12 Kilometer.
Kilometer kreuz und quer durch die Landschaft zur Homeoffice wieder hin, zur Homebase. Ja, also weiter geht's. Jetzt in einer Stunde spätestens geht die Sonne ungefähr unter. Ja, leider noch ein bisschen kurz die Tage. Ein Kilometer noch, dann bin ich zu Hause. Ja, das war sie, die erste Wintersonnenradtour des Jahres. Ja, leider konnte ich nicht mit Schnee dienen und auch jetzt nicht mit dem Sonnenuntergang, aber trotzdem war es echt eine schöne Tour. Ja, sehr schön an der Ostsee, immer wieder, ja, besonders wenn die Sonne scheint, Sommer wie Winters. Ja, ich muss sagen, ja, weil es hart auf hart kommt, ob man nur sich nur in diesem 15 Kilometer Radius bewegen darf. Das alles, was ihr gesehen habt, ist in meinem Radius. In meinem 15 Kilometer Radius. Also gar nicht so schlecht. Ja, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ja, was als nächstes kommt, es wird wohl wieder ein Sommervideo sein oder mehrere, bis ich wieder mal im Winter loskomme. Ja, ich habe ja noch viele. Also wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Videos aus dem Sommer. Ja, und ich hoffe, es hat auch heute gefallen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin.